Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder Spartacus und wir spielen wieder mal eine Runde Micro City von Thistroy Games. Und das war der Kickstarter aus 2020. Ich habe euch schon ein Unboxing und zwei Let's Plays mit der Solo-Variante gemacht. Wir bleiben auch Solo. Die Zwei-Spieler-Variante haben wir uns bis jetzt noch nicht angeschaut. Was wir aber heute machen, ist, dass wir die Microville Expansion uns anschauen. Das ist die hier mit der einen dünnen Karte. Die Regeln stehen auf der Rückseite. Habe ich mir angeschaut. Es geht jetzt nicht darum, dass wir eine der Bildkarten, also der Etagen hier, aufbauen, nach und nach. Auf der einen Seite die A-Seite haben wir gemacht, die B-Seite haben wir letztes Mal gemacht. Sondern jetzt geht es um Punkte, die wir mit Bauen erreichen wollen oder müssen. Das Ziel ist es, 15 Punkte damit zu erreichen, dass wir die Häuser hier auf der Fläche bauen. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Wir haben in der Mitte einen zentralen Platz und drumherum drei verschiedenfarbige Wohngebiete. Das blaue, rote und grüne. Jedes dieser Gebiete hat drei Standardhäuser. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Und ein erweitertes oder ja, ein großes Haus. Und hier sind auch die Ressourcen angegeben, die ich dafür bezahlen muss, um entsprechend zu bauen und darauf dann einen entsprechenden Investment-Token zu platzieren. Und dann kriege ich dafür die entsprechenden Punkte. Das heißt, auf jedem einfachen Haus, egal welche Farbe, kriege ich einen Punkt, auf jedem großen Haus kriege ich zwei Punkte. Das ist aber nur drei Stück insgesamt. In der Mitte habe ich in der Plaza die Möglichkeit, fünf beliebige Waren plus drei Geld zu bebauen. Zweimal, einmal links, einmal rechts. Und dann kriege ich dabei jeweils fünf Punkte. Und in der Mitte seht ihr es, wenn ich ein Set aus drei verschiedenfarbigen Häusern oder jeweils ein Set aus drei gleichfarbigen Häusern zusammenbekomme, kriege ich auch jedes Mal drei Punkte. Das Ganze wird abgetragen hier auf der Siegpunkteleiste. Und für das Ganze habe ich dann entsprechend 16 Runden in der einfachen Version, 15 in der mittelschweren und 14 in der schweren Version Zeit. Wir fangen mit 16 an, ich mache es mir heute ein bisschen einfach. Und das soll ja Spaß machen und soll ja erstmal noch nicht anstrengend werden. Außerdem werden dann vielleicht die Denkzeiten zu lang. Das möchte ich vermeiden. Dann wird es euch langweilig. So, wir gucken uns das Ganze in Ruhe an. Wir legen einfach mal los und natürlich werden wir Ressourcen sammeln müssen. Wie wir die Punkte kriegen, 15 Stück ist schon eine Menge Holz. Geld und beliebige Waren, da ist man sehr schnell auf 10 Punkten, wenn man in der Plaza baut. Man muss aber irgendwo noch was in der Fläche bauen, um zusammenzukommen auf 15 Punkte. Und das heißt, entweder einen Block Farbe komplett voll zu machen, das wäre eine Möglichkeit. Zum Beispiel die drei einfachen Häuser in einer Farbe. Und dann bekomme ich dafür drei Punkte und für das jeweilige gleichfarbige Set von Häusern auch nochmal drei Punkte. Das macht dann 6. Und wenn ich dann die 10 hier in der Mitte habe, bin ich bei 15. Das wäre eine Möglichkeit mit 1, 2, 3, 4, 5 Bauaktionen auszukommen. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Vielleicht ergibt sich auch je nach Ressourcenlage was anderes. Ich habe als Stadtdistrikte habe ich wieder die vier Standarddistrikte 1 bis 4 auf der A-Seite liegen. Und die Projektkarten habe ich wieder hier links ausgebreitet, dass ihr jederzeit reingucken könnt. Dann legen wir mal los. Erste Runde. Jetzt fehlt mir mein Würfelbrettchen noch, meine Korbunterlage. Greifen mal kurz rein. Die seht ihr jetzt nicht, die ist oberhalb des Bildes. Kein Problem. Eine 3 und eine 2 habe ich gewürfelt. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Ressourcen brauche ich alles, wo ich jetzt eventuell gut dran komme. An Geld, weil ich nicht weit laufen kann, nur 1 oder 2. Hier für das Holz, für die 3 bekäme ich ein Holz. Für die 2 bekomme ich keine direkte Ressource. Handeln kann ich auch nicht, ich habe ja noch nichts. Wenn ich stehen bliebe, bekäme ich hier Stahl, aber ich kann ja nicht stehen bleiben, ich muss ja laufen. Ich könnte natürlich auch mit dieser Standardaktion hier den Würfel umsetzen auf irgendeinen beliebigen Wert. Das kann ich auch tun. Dann holen wir uns Kohle. Wir laufen mit dem Engineer ein Feld, setzen irgendeinen Würfel auf einen beliebigen Wert, nehmen dafür die 5, haben die Karte gespielt. Kommt zur Seite und jetzt geht es mit dem Feld weiter. Wir sind auf der Kohleindustrie, machen die Advanced Action, setzen dafür den Würfel ein und kriegen 2 Kohle. Und das war's für diesen Fall. Runde zu Ende. Investment Marker hier und neues Würfelglück. Eine Runde weniger.
eine 6 und eine 2. Gucken wir weiter. Die 2 jetzt hier für den Stahl einsetzen wäre eine Idee. Wir haben uns Kohle organisiert. Schauen wir mal kurz aufs Tableau. Kohle brauchen wir hier sehr viel im blauen Bereich und natürlich auch etwas Stahl. Das heißt, wir können auf der Ebene bleiben und mit Kohle und Stahl versuchen, blau zu bebauen. Und ja, machen wir einfach mal. Ich suche also wieder eine Projektkarte, die mir einfällt, laufen lässt. Geld können wir auch immer gut gebrauchen. Also nehme ich diese Karte hier und sage, ich gewinne 2 Geld. Oder eine Ressource. Naja, wir nehmen diesmal 2 Geld. Und dann nehme ich die fortgeschrittene Aktion für das Feld hier. Das heißt, ich gewinne 2 Stahl. Und dann kommt auch hier wieder ein Marker drauf. Die Runde geht einer runter. Und wir würfeln neu. Da rollt er davon. Ein 5er Pasch. Jetzt kann ich nicht wieder zurück auf das Kohlefeld. Es sei denn, ich hole mir den Investmentmarker erst wieder zurück. Übrigens, was in den Regeln steht, natürlich muss ich jedes Mal, wenn ich hier ein Haus oder eine Plaza in der Mitte etwas bebaue, auch einen Investmentmarker da reinlegen und die bekomme ich nicht zurück. Das heißt, ich muss dann sehr genau schauen, dass ich hier immer wieder meinen Investmentmarker auch wieder einsammle. Muss man so ein bisschen aufpassen. So, eine 5 habe ich. Hier kann ich gegen 3 Geld 2 Waren. Nein, gegen 2 Geld kann ich 2 Waren eintauschen und einen Investmentmarker zurückholen. Das machen wir. Wir laufen ein Feld, geben 2 Geld ab, bekommen 2 Waren. Dafür suche ich mir aus. Wir fangen hier bei Blau an. Das heißt, ich suche mir aus Kohle und Kohle. Kann ja auch die gleiche sein. Und ich hole mir einen Investmentmarker weg. Jetzt mache ich mir das Kohlefeld wieder frei. Die Karte ist gespielt. Jetzt kommt mit der anderen 5 die Advanced Action wieder auf dem Feld. Das heißt, ich gewinne wieder 2 Kohle. Es ist egal. Ich kann nur eine gewinnen. Die 6. verfällt. Ich habe ja nur 5 hier auf der Leiste. Und damit ist auch diese Runde wieder beendet. Und der Rundenzähler geht wieder eine runter. Aber jetzt habe ich entsprechend viel Kohle und auch etwas Stahl. Und damit kann ich hier bei Blau auch anfangen zu bauen. Das heißt, wir können hier runter in den Baubereich mit in eines der Wohngebiete laufen beim nächsten Mal. Gucken, ob das klappt. 5 und 3. 2 runter haben wir die 5 zum Bebauen. Hier haben wir die 3 und dann bleiben wir auch in der Nähe vom Kohle- und Stahlgebiet. Das ist vielleicht eine Idee. Das heißt, wir müssen 2 laufen können. Dafür bietet sich an, dieser hier. Das heißt, wir laufen 2 zurück in diese Richtung. Und dann nehmen wir die Standardaktion, hol dir einen Investmentmarker zurück und diesmal nehmen wir den hier vom Stahl. Oder gewinne ein Material, aber das brauchen wir mal nicht. Wir nehmen den Investmentmarker und haben die Karte gespielt. Jetzt nehmen wir hier die fortgeschrittene Aktion für das Wohngebiet und bauen. Und wir bauen tatsächlich zum ersten Mal hier mit. Ja, wollen wir direkt das fortgeschrittene Haus bauen, das große. Gibt dann 2 Siegpunkte. Das machen wir mal. 2 Kohle, 1 Stahl, 1 Geld. Und wir haben hier das große Haus gebaut und bekommen 2 Siegpunkte auf der Siegpunkteleiste. Dann haben wir hier die Bauaktion verwendet und damit geht es weiter mit der nächsten Runde. Runde. 5 und 1. Ich hätte gern natürlich jetzt hier den Stahl wieder ein bisschen, aber wir können auch mit 2 Kohle und einem Stahl auf jeden Fall auch da bauen. Dafür müssten wir wieder 2 Felder laufen, und zwar hierhin. Das funktioniert. Wir nehmen das hier, diese Karte, laufen 2 gegen 1 Geld. Holen wir uns eine Ressource und das machen wir wieder zu Kohle. Dann ist die Karte gespielt.
Und jetzt machen wir mit der 1 die Sonderaktion, eine erweiterte Aktion und bauen wieder gegen, hier unten seht ihr es, 2 Kohle und 1 Stahl. Stahl alle. Können wir hier ein Haus bauen, nehmen wir dieses hier, aber 3 Möglichkeiten maximal und haben hier die fortgeschrittene Aktion verwendet. Eine Runde wieder runter und haben einen Punkt. So. Ein Fünftel haben wir geschafft, aber wir sind schon mehr als ein Fünftel unserer Runden runter. Das heißt, wir müssen was tun. Dreierpasch. Hier unten gibt es Holz. Holz und Kohle könnten wir hier unten brauchen, bei dem roten Gebiet. Stahl ist im Moment Mangelware bei uns. Wir können aber keine 2 Felder laufen. Wir haben nur noch diese eine Karte hier. Wir können eh nur ein Feld laufen. Lohnt es sich, irgendwas auszugeben, um einen Würfel zu verändern? Eigentlich auch nicht. Wir nehmen nur eine Standardaktion. Das heißt, wir können aber Folgendes tun. Wir laufen ein Feld und zwar jetzt ganz bewusst mal hier rüber. Ich möchte nicht so weit von der Mitte weg. So an den Rand möchte ich mich nicht drängen lassen. Ich nehme also diese Karte, laufe ein Feld, hole mir einen Investmentmarker wieder. Nehmen wir den hier. Und die Karte gespielt. Auch hier kann ich mir nur die Standardaktion leisten. Das heißt, ich bekomme einfach 2 Geld in dem Wohngebiet. Und weil ich keinen der Würfel eingesetzt habe, bekomme ich am Ende der Runde auch ein Geld. Und hier kommt der Investmentmarker drauf. Das war's für diese Runde. Und wieder so. Und diesmal ein Zweierpasch. Tja, auch hier, jetzt habe ich alle Projektkarten gespielt. Ich kann nur eine Standardaktion machen, sprich, ich gehe hin, ein Feld. Und holen wir alle Karten wieder zurück. Das ist die Standardaktion. Ich breite die mal eben auch wieder nach Würfel Augenzahl sortiert auf. So. Und Standardaktion war alle Karten zurückholen, ein Feld laufen. Und auch hier, weil die Würfelzahl nicht passt, nehmen wir die Standardaktion, sprich wir nehmen ein Kohle, haben dann hier den Investmentmarker und die Runde ist wieder rum. Da muss man vorsichtig sein. Wir brauchen jetzt Holz oder Stahl. Holz könnten wir hier verbauen bei Rot oder Stahl weiter bei Blau verbauen. Schauen wir mal, was die Würfel sagen. 6 und 3. Hier mit der 6 würden wir Stahl bekommen. Hier oben können wir aber auch nicht gut tauschen mit einer 3. Das wäre hier unten, Holz wäre hier unten. Was wir machen können ist, wir gucken auf die 3, damit können wir auf jeden Fall eine Bauaktion zum Beispiel hier mitmachen. Das können wir machen. Wir machen folgendes, Doppelaktion. 1, 2. Nehmen jetzt die erweiterte Aktion gegen ein Geld. Ach nein, ich kann hier nicht bauen. Das ist blöd. Trotzdem kann ich in 2 Felder laufen. Setze ein Geld ein, das habe ich hier getan. Und bekomme dafür eine Ware, nämlich ein Stahl. Und dann nehme ich hier die erweiterte Aktion. Was habe ich gemacht? Hier mache ich die erweiterte Aktion und bekomme nochmal 2 Stahl. Damit ist das durch. Hier kommt ein Investmentmarker drauf. Die Runde geht wieder zu Ende. Und es bleibt bei den 3 Punkten. So, jetzt können wir aber langsam wieder anfangen zu bauen. Wir haben 3 Kohle und 3 Stahl. Stahl und Holz können wir hier oben brauchen. Kohle haben wir genug und Stahl, um hier zu bauen. Wir müssen also wieder ins Bauen kommen und brauchen einen Investmentmarker. Wir haben hier den letzten. Zwei und 6. 2 Felder, hier oben kann ich bauen. Dafür brauche ich aber dann einen Investmentmarker auf dem Microville, auf dem Dorf, auf der Stadt.
und brauche den Investmentmarker hier. Ich brauche also zwei Stück. Ich muss mir also mindestens einen wiederholen. Ich brauche die zwei. Aber ich kann, das steht ja in der Regelhilfe, dass ich gegen Einsatz von Material, von einem Material oder zwei Geld, einen Würfel um 1 verändern kann. Und zwar auch über die 6 und 1 hinweg. Das heißt, wir gehen das mal ein und machen Folgendes. Ich zahle ein Material in die Form von Stahl und verändere diese 6 in die 1. Jetzt spiele ich diese Karte. Ja, ich muss das schrittweise machen. Denn sonst wird direkt zwei Felder hier hochlaufen und bauen funktioniert nicht. Es sei denn, ich würde mir den Investmentmakler holen. Oder die 4 einsetzen, die habe ich aber nicht gehabt. Ich habe hier die 6 gehabt. Ich hole mir erstmal nur 2 zurück. Das heißt, ich gehe hier hin auf das Feld und hole mir mit der Sonderaktion 2 Investmentmarker zurück. Und das ist der hier und der hier. Okay, das machen wir mal so. Ob das funktioniert, werden wir nachher sehen. Dann mache ich hier die normale Standardaktion und bekomme einfach nur ein Holz. Und das war's dann für diese Runde. Mit einem Holz. Die Runde geht runter. Und wir würfeln wieder. Jetzt haben wir wieder einen Dreierpasch. Die 3 ist sehr weit weg als Feld. Hier als Projektkarte habe ich sie nicht mehr. Das heißt, ich kann damit wenig anfangen. Hier unten ist noch eine 3. Damit kann ich eine Sonderaktion machen. Das ist das Handelsgebiet, das Handelsfeld. Und da kann ich als Basisaktion entweder ein Material gegen ein anderes und ein Geld tauschen oder ein Material gegen 2 andere und ein Geld für die Sonderaktion. Das heißt, ich könnte hier mit Material und Geld gewinnen. Ich müsste aber auch mal langsam bauen. Kann ich nur mit der 3 nicht. Also werden wir uns versuchen, hier unten hinzuschleichen. Dafür brauchen wir diese Karte. Das können wir machen. Nehmen wir die. Laufen 2. Einen Investmentmarker kriegen wir zurück oder holen uns ein Material. Ich würde vorschlagen, dass wir uns den Investmentmarker zurückholen. Und zwar von hier aus kommen wir sowieso maximal nur 2 weiter. Nehmen wir den. Haben die gespielt und hier machen wir jetzt aber die erweiterte Aktion, indem wir die 3 einsetzen, bekommen gegen, egal was wir bauen, wir können das Holz brauchen, wir können den Stahl brauchen. Wir nehmen mal gegen ein Kohle, bekommen wir jetzt 2 Materialien, nehmen wir ein Holz, ein Stahl und ein Geld. So, Investmentmarker wieder drauf. Runde runter. Mal spielen, neues Glück. 6 und 2. Bauen kann ich hier, muss ich aber 2 Felder laufen. Kann ich gerade nicht. Ich kann nur ein Feld laufen. Dafür bräuchte ich eine 5, um zu bauen. Bringt mir auch nichts. Habe ich nicht. Jetzt mache ich die 6 und die 2. Mit der 6 kann ich hier was machen. Dafür fehlt mir ist aber hier der Investmentmarker zu viel. Den kriege ich aber weg. Ich mir noch 2 Stahl organisieren. Oder ich zahle ein Material und fange an zu bauen. Ich brauche kein Material zu bezahlen, ich mache das hier. Ich laufe ein Feld hier links rüber, setze den Würfel auf einen beliebigen Wert und dann nehme ich einfach den hier, die 6, und mache daraus eine 5. Gespielt. Jetzt nutze ich hier in der Aktionsphase die erweiterte Aktion und baue. Und diesmal nehme ich auch wieder ein blaues Haus, 2 Kohle, ein Stahl, ein blaues Haus. Und jetzt habe ich jetzt in der Mitte 3 blaue Häuser.
Und damit kriege ich nochmal 3 Punkte und den einen Punkt fürs Haus. Das heißt, ich kriege 4 Punkte und dann bin ich bei 7. Hier habe ich den Investmentmarker platziert, die Ressourcen habe ich bezahlt. Alles klar. Nächste Runde. Jetzt muss ich langsam gucken, dass ich mir irgendwo Investmentmarker wiederhole. Und die Möglichkeit habe ich jetzt. Mit der 6 kann ich einen Distrikt upgraden und wenn ich diesen upgrade hier, dann bekomme ich alle Investmentmarker zurück, egal wohin ich laufe. Und das zweite Zahl habe ich eine 3, dann wäre ich gerne hier, um nochmal zu handeln. Das ist eine Idee, dass ich laufe hier rüber, ein Feld, mache die erweiterte Aktion, setze die 6 ein. Ach Quatsch, das ist, ich habe mich verlesen, das ist ja nicht das Upgrade. Ich bekomme die Investmentmarker nicht zurück. Mal hingucken. Fünf. Habe ich nicht. Das machen wir trotzdem, indem wir hingehen und sagen, gehen hier hin, wir nehmen diese Karte, wir gehen hier hin, zahlen aber vorher ein Holz, um einen Würfelwert auf eine 5 zu ändern, gehen dann hier hin, setzen zwei Geld ein, um 2 Materialien zu bekommen, dann nehmen wir 2 Kohle und einen Investmentmarker, dann nehmen wir diesen hier. Diese Aktion gespielt. Jetzt machen wir hier auch die erweiterte Aktion und tauschen Ressourcen ein, und zwar eine gegen 2 andere. Ich brauche hier zum Bauen für das letzte blaue Haus einen Stahl. Den behalte ich, also gebe ich einen Stahl her und gewinne und hole mir dafür zum Beispiel 2 Holz. Dann baue ich nachher bei Rot weiter. Und ein Geld. Genau. Und damit habe ich hier die erweiterte Aktion genutzt. Und damit geht die Runde zu Ende. Und es geht weiter. Puh. Die Karte bringt mich nicht wirklich weit. Kann ich nicht viel machen, verliere ich nur eine Runde. Ich laufe hier hoch. Kann nur die Standardaktion machen, weil ich keine 6 habe. Ich möchte aber auch meine Ressourcen nicht hergeben. Ich gewinne jetzt aber 2 Ressourcen oder 2 Geld oder eine Ressource. Das heißt, ich hole mir hier 2 Geld. Dann kann ich vielleicht mehr anfangen. Müssen wir mal schauen. Damit ist die Karte gespielt. Damit ist wieder eine Runde weg. Das wird jetzt knapp. 1 und 4. Wenn ich jetzt auf eines der freien Felder laufe, muss ich eine Aktion machen und dafür brauche ich einen Investment-Token. Das will ich nicht haben. Also muss ich jetzt auf ein Feld gehen, das besetzt ist, wo ich keine Aktion machen kann. Das heißt, ich verliere wieder Zeit. Ich muss wieder hier hin. Wieder alle Karten zurück. Alles schön. Hilft mir nur nicht, weil ich jetzt keine Aktion machen kann. Ich verliere eine Runde. Ich gewinne ein Geld, weil ich keinen Würfel eingesetzt habe. Ja, super. Aber die Zeit wird nicht reichen. Schauen wir mal, was wir machen können. 3 und 4. Ich muss diese Karte hier machen, denn damit kriege ich mit einem District Upgrade, das kann ich jetzt machen mit der 4, die habe ich zum Glück gewürfelt, kriege ich wenigstens ein paar Investment Marker zurück. Also ich laufe 2 Felder, 1, 2 und nutze die fortgeschrittenen Aktion Upgrade District und
erhalte alle Investment Token zurück. Das heißt, ich nutze auch diesen Distrikt hier, bekomme ich 3 Investment Token. Ups, das war aber weggeflogen von meinen 7 Punkten. Schauen wir nochmal drauf. Da bin ich gelandet. 5, dahin geht's. Die 4 habe ich eingesetzt. 3 Investment Token. Haben wir gemacht. Kann ich mit der 3 hier natürlich nicht bauen. Ich kann also nur die Standardaktion verwenden und das ist 2 Geld zu bekommen. Aber auch das hilft mir nichts, weil ich bin am Maximum angekommen bei 5. Das heißt, ich verliere einfach nur Zeit und Runde. Letzte Runde und mir fehlen zu den Punkten noch genau 8 Stück. Das wird nicht klappen. Wir gucken trotzdem mal, ob wir noch was machen können. Eine 4 und eine 2. Naja, was wir machen können, ist noch Folgendes. 1. Zwei setzen wir ein, um jetzt, wir können auch einen Stahl einsetzen. Einen Stahl setzen wir ein und können damit einen Würfelwurf manipulieren. Und zwar werden wir ihn manipulieren auf eine 3. Diese 4 auf eine 3 runter manipulieren. So. Und jetzt spielen wir diese Karte hier, laufen dann, es ist eigentlich egal, hier wird sich nicht mehr ändern, hier hin, auf das Stahlfeld und nehmen die fortgeschrittenen Aktionen, ich zahle ein Geld und baue. Was baue ich? Wir gucken hier in die Mitte, 1, 2, 3, 4 Materialien und 3 Geld habe ich. 3 Geld, 1, 2, 3 Holz und 1 Kohle. Das heißt, ich habe dieses Haus gebaut und bekomme 5 Punkte. Dann bin ich schon mal bei 12. Und jetzt kann ich nur noch, nachdem ich diese Karte gespielt habe, hier die Standardaktion nutzen. Nein, die fortgeschrittene Aktion sogar und kann mir 2 Stahl holen. Aber jetzt ist auch die Rundenzeit abgelaufen. Das heißt, ich habe es nicht ganz geschafft. Obwohl es eigentlich die einfache Einstellung war, aber irgendwas habe ich falsch gemacht, irgendwas habe ich nicht richtig überlegt. Es hat nicht geklappt, wir haben diesmal das Spiel verloren. Wir hätten 15 Punkte erreichen müssen, uns fehlen 3. Das werden wir vielleicht irgendwann nochmal versuchen. Ich würde mir als nächstes aber gerne mal anschauen, ob ich mit einer zweiten Person wieder eine Zwei-Spieler-Variante von Microville ausprobiere und euch zeige, sprich mit der Hafenerweiterung oder die Microville-Expansion mit der Logistikerweiterung und die Parkerweiterung haben wir uns ja auch immer noch nicht angeguckt. Schauen wir mal, was wir als nächstes machen und bis dahin muss es das erstmal hier gewesen sein. Heute hat es leider nicht geklappt mit Gewinnen. War es erstmal für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und bleibt gesund. Bis dann, euer Spartakus.